Freunde, was geht ab? Varian am Start. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf dem Social Clan Kanal und bei Social Glory auf dem Kanal. Falls ihr bei beiden Kanälen neu seid, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Lasst Flo ein Abo da, sprich Glory, würden sich beide Parteien drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr neu beim Social Clan Kanal seid, schaut auf jeden Fall bei Social Glory vorbei. Er steht kurz vor den 2000 Abonnenten. Begrüßt ihn einfach mit seinem Level 1000 Account hier und seinen 2000 Abonnenten einfach mal und schreibt unter Hashtag Social Army oder so. Wäre auf jeden Fall eine freshe Sache, ihm dabei zu verhelfen, wie er die 2k Abonnenten knackt. Ansonsten würde ich sagen, wir schnacken nicht lang und ich fange an mit dem Stats-Video zu einem Level 1000er Account. So Freunde, ich fange an mit Klasseneditor. Ich fange an jetzt einzelne Klassen mit euch ein bisschen durchzugehen. Ich sag's aber nur ganz kurz was dazu. Klasse Nummer 1 ist die VMP, gespielt mit Griff, Magazinerweiterung, schnelles Magazin. Perks sind Kugelweste, Übertakten, Plünderer und Taktikmaske. Die Perks werde ich nicht wiederholen, weil ihr werdet merken, ihr werdet sehen, er hat immer die gleichen Perks dabei. So gut wie immer, es sind echt nur ein, zwei Ausnahmen, also werde ich da nicht großartig was zu sagen. Kommen wir zur Klasse Nummer 2, Manowar, gespielt mit dem Reflex, Schaft, schnelles Magazin und Großkaliber. Dabei hat er als Sekundär noch die RK5. Mit einer richtig sexy Tarnung. Oh, guckt euch doch mal an, wie geil die aussieht. Richtig nice. So, Platz Nummer 3 ist die KN44. Gespielt mit Magazinerweiterung, schnelles Magazin und dem Schaft. Platz Nummer 4 hat er die HVK30 mit dem LV-Visier. Gute Alternative zum Reflexvisier. Die bessere Alternative, würde ich bald sagen. Schaft und schnelles Magazin dabei. Wieder sexy RK5. Alter, schon wieder noch eine geilere Tarnung. Meine Fresse, richtig cool. So, Nummer 5 hat er die Faro. Auch eine... Ja, die ist nicht so oft genutzt worden, sieht man auch nicht so oft einen Klassenguide zu. Hat er das LV-Visier, Griff, Schnellfeuer und ein schnelles Magazin hat er drauf. Das ist so ein gezogenes, so wie das aussieht. Und natürlich die RK5, wieder eine andere Tarnung, Junge, der hat ja Tarnung ohne Ende hier. So, Platz Nummer 6, die Vesper, die mittlerweile wieder ein bisschen hochgepatcht wurde. Gespielt mit Griff, schnelles Magazin und Magazinerweiterung. Hier hat er als Ausnahme mal Nachbrenner dabei. Bestimmt irgendeine Klasse für einen bestimmten Modi oder eine Challenge. Hier hat er eine Knife Runner Klasse zusammen mit so einem Arklist. Sieht aus wie so ein Perser-Messer. Kein Plan. Mit einer Nate, Kugelweste, Nachbrenner, Plünderer aufgespült und Taktikmaske. So, Nummer 8 haben wir wieder eine VMP-Klasse. Zusammen mit dem Griff, schnelles Magazin und ordentlich ein paar Perks. Ich nehme an, das ist hier irgendeine Klasse für eine Challenge gewesen, beziehungsweise für irgendeinen bestimmten Modi, kann ich mir nicht anders erklären. So, eine Sniper haben wir auch noch dabei, richtig cool auf jeden Fall, die SVG. Mit Thermal kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr nicht so sicher seid im Snipen, dann wählt auf jeden Fall das Thermal aus, ist richtig gut dafür. Schnellfeuer ist ein absolutes Muss, gerade bei der SVG. Magazinerweiterung und dem schnellen Magazin. Nochmal eine RK5, Junge, was ist los? Eine RK5 natürlich, falls man den ein oder anderen Schuss daneben sammelt, darf die nicht fehlen im Gepäck. So, zur letzten Klasse kommen wir jetzt. Die beliebteste, denke ich mal, die CUDA. Gespielt Griff, Magazinerweiterung, Schnellfeuer, schnelles Magazin und die drei Perks natürlich wieder. Das soll es erstmal zu den Stats gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu den allgemeinen Stats. So Freunde, hier haben wir nochmal eine kleine Übersicht, ja, wie es öffentlich so ein bisschen aussieht. Arena zeige ich jetzt, denke ich mal nicht. Die tödlichste Waffe ist die VMP, gucken wir uns mal an. VMP 32.000 Abschüsse, ja, eine KD von 3,04 und eine Prezi von 21,00. Gefolgt von der CUDA, 3,5er KD, 22er Prezi und dicht gefolgt von der Razorback, ja, 4,3er KD, 13er Prezi, ganz einfach wegen Hardcore ist, ganz klar, denke ich mal, könnt ihr euch zusammenreimen, warum das so ist. Tödlichste Spezialisteneinheit natürlich der Reaper, ganz klar, ist die beliebteste. Wenn er denn mal was spielt, denke ich mal, wirft Flo mit C4 in Hardcore etc. Ich weiß es nicht genau, kann ich mir nur so annehmen, kann ich mir nur so denken. So, kommen wir zu den Streaks. Die meistgenutzte Streaks natürlich, die Drohne ist ganz klar. Gefolgt vom Hater, nicht von der Konterdrohne, was mich ein bisschen wundert. Aber auf jeden Fall so oft schon benutzt bzw. ausgerüstet und dann erreicht. Richtig krass auf jeden Fall. So Freunde, dann zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Stats, ein paar allgemeine Stats. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Er hat insgesamt 150.000 Gesamtabschüsse, richtig krass. Hat ein AT, also eine KD von 3,33, 7 Niederlage, 0,43, Punkte pro Minute 870. Gesamtspielzeit 16 Tage, finde ich, ist viel, aber ich habe schon mehr Leute gehört,
beziehungsweise Leute gehört, beziehungsweise Leute kennengelernt, die deutlich mehr hatten. Auf jeden Fall richtig krass, richtig krass. Ich muss dazu noch sagen, Flo macht auch viele Challenges mit. Also er spielt oft mit und supportet andere Leute, wenn die irgendwas erreichen wollen. So zum Beispiel bei diesen Ruin-Challenges, da hat er auch oft mitgespielt. Bei unserer TDM 100, der Gunstreak, hat er oft supportet und so weiter und so fort. Also die Stats wären eigentlich deutlich besser, sagen wir es mal einfach so. Aber ist ein bisschen verfälscht jetzt mehr oder weniger. Auch durchs Quitten, die, ja, SN ist ein bisschen runtergegangen. Punkte pro Minute natürlich, wenn du keine Kills machst, sondern nur zusiehst, dass du den Headman verteidigst ein bisschen. Ist auf jeden Fall völlig klar. Ich würde sagen, wir gucken uns die Medaillen nochmal an. Ich denke mal, da sind auch viele von euch ja sehr interessiert dran. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie viel Nuklear er erreicht hat. 315 Nuklear und brutal 532, also knapp 200 Nuklearfels, ist schon heftig. Allein schon die Abschussketten, ja, 164 Abschussketten, richtig, richtig krass. Ich habe keine einzige, ne? Ich habe aber auch 2 Tage Spielzeit oder so. Auf jeden Fall eine heftige Zahl. Unaufhaltsame Medaillen, 1773 Medaillen, richtig krass. Auf jeden Fall, ja, Level 1000er Account. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich denke mal, Flo wird das gerne beantworten, falls ihr da noch was wissen wollt, was ich jetzt nicht beantwortet habe. Ansonsten schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Level ihr seid und auch, ob ihr auf Level 1000 immer noch schwitzt oder ob ihr einfach sagt, nö, ich bleibe jetzt in dem und dem Prestige. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Ganze gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber, haut rein.